Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es um meine Winter Essentials. Ich habe meine Favorite Pieces für den Winter aus meinem Kleiderschrank rausgesucht und zeige euch, was ihr im Kleiderschrank haben solltet. Los geht's. So, Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bleibt auch auf jeden Fall bis zum Ende des Videos am Start. Am Ende des Videos verlose ich dieses Mal was. Das erste Mal auf diesem Kanal, dass ich eine Verlosung dabei habe. Da müsst ihr dann eine Kleinigkeit machen, aber nichts gravieren. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also guckt euch das Video bis zum Ende an und ja, viel Spaß dabei. Fangen wir an mit den Oberteilen. Bei den Oberteilen sind auf jeden Fall zwei Essentials für mich Pullover. Bei Pullover unterscheide ich persönlich, beziehungsweise sind für mich Essentials auf jeden Fall der Rollkragenpullover. Das Ganze so ein bisschen mehr in die schickere Richtung schiebt. Für mich auf jeden Fall ein schwarzer Pullover, ein Must-Have für den Winter. Generell diese Erdtöne, dunklen Töne sind so mehr im Winter so das, was man tragen sollte. Allzu bunt finde ich persönlich nicht so schön, aber ich sag mal, das ist ja auch immer Geschmackssache. Also wenn ihr das gerne tragt, dann macht das. Ich persönlich bin da mehr so der Fan von diesen im Winter mehr so die Erdtönen. Braun, beige, grau, schwarz, dunkelblau. So in diese Richtung. Das ist so mehr so mein Fall. Ab und zu mal Khaki. Für mich, ja, wie gesagt, der Rollkragenpullover. Und als zweite Variante hier jetzt so ein Zopfmusterpullover. Ist auf jeden Fall auch ein Essential für mich. Den habe ich zum Beispiel in verschiedenen Farben. In Grau, in Blau. Und dementsprechend könnt ihr da gut immer ganz cool casual variieren. Mit einer coolen Slimfit-Jeans dazu. Oder eine Anzugshose sieht das immer sehr, sehr nice aus. Und ja, finde ich persönlich, sind auf jeden Fall Pieces, die mit im Winter immer dabei sein sollten. Kommen wir zum zweiten Essential und das ist auf jeden Fall das Flannel. So eins, wie ich jetzt gerade trage. Das hier ist auf jeden Fall ein Musterbeispiel in diesen braun-schwarztönen. Gefällt mir extrem gut und ja, ist so ein bisschen dicker gehalten, also perfekt für den Winter. Das hier zum Beispiel einfach ganz cool kombiniert mit ein paar coolen Boots und ein paar coolen Sneakern. Finde ich sieht sehr, sehr nice aus und auf jeden Fall auch ein cooles Outfit. Ist natürlich immer Geschmackssache, was ihr tragt. Ich trage sowas ganz gerne und Flannel ist auf jeden Fall eins meiner Pieces, meine Essentials für den Winter. Machen wir weiter und bei dem nächsten Piece ist auf jeden Fall, gehen wir schon Richtung Jacken, aber es gibt hier diesen Winter zum Beispiel in allen Variationen und das findet ihr auch, glaube ich, fast in jedem Store, die sogenannten Teddyjacken. Also man sieht dann aus wie so ein Teddybär, wenn man die anhabt. Halten sehr, sehr warm, gibt es in verschiedenen Variationen, verschiedene Schnitte. Diese ist jetzt hier von Uniqlo. Die habe ich ehrlich gesagt einfach mal meiner Frau mitgebracht, das ist jetzt nicht für mich. Einfach für den Winter, dass sie da auch die halten unheimlich schön warm, sind ganz weich und dementsprechend sie ist ja hochschwanger und als Variation für sie, für den Alltag, dass sie da auch eine gewisse Wärme hat und der Bauch nicht so kalt wird. Dafür habe ich das jetzt gekauft. Machen wir weiter mit dem Thema Mantel. Bei dem Thema Mantel bin ich persönlich, ist so ein kleines Highlight-Piece von dem Outfit und da gehe ich auch gerne mal ein bisschen was Mutigeres ein. Hier haben wir jetzt hier so ein Fischgrätenmuster. Der Mantel, den gab es letztes Jahr bei Suit Supply. Den habe ich auch vor zwei, drei Videos mal angepriesen. Dementsprechend müsste aber mittlerweile ausverkauft sein. Er hat hier auch so einen Gürtel mit drum und ist ein sehr, sehr cooles Piece, meiner Meinung nach. Ich trage Mantel sehr, sehr gerne im Winter und dementsprechend ist auf jeden Fall, habe ich da verschiedenste Variationen. Jetzt hier, wie gesagt, so ein Doppelreihermantel mit einem Gürtel oder halt, wenn ich den mal weglege, hier so ein, ich sag mal, mit so einem Spitzrevers, den ist auch Doppelreiher, wobei ich auch Mantel habe, die nur eine Knopfleiste haben. Ich habe auf jeden Fall Mäntel von verschiedenen Marken und da könnt ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr einen coolen Mantel, Grauton, Schwarzton, Brauntöne, auch Beige, wobei ich Beige schon ein bisschen mehr oder weniger ausgelutscht finde, aber ist trotzdem noch ein cooler Mantel für den Winter. Und ja, Mantel auf jeden Fall einer meiner Essentials für den Winter zu 100%. Und machen wir noch weiter, da habe ich noch eine dritte Variante und das sogenannte Marinemantel bzw. ein Fischermantel, der ist kurz gehalten. Auch hier eine Doppelvariante, der ist jetzt hier von H&M, den gab es letztes Jahr mal bei H&M. Ich habe ehrlich gesagt noch nichts riesig Großartiges für den Winter dieses Jahr gekauft, bis auf eine Jacke von Mango. Ja, ihr müsstet auf jeden Fall dann unterscheiden. Mäntel sind natürlich immer ein bisschen eine gewisse Stilrichtung. Die gehen so mehr in diese klassische Stilrichtung, das ist mehr so casual, das könnt ihr auch cool mit Sneakern tragen. Hier ist mehr so Richtung Boots oder Anzug oder sonstige Geschichten. Passender, deswegen müsst ihr gucken, was ihr für euch passend findet. Dementsprechend, ich trage sowas hier gerne eher mit Boots und sowas halt gerne mit Sneakern oder mehr so Casual Boots dementsprechend, ja. Mantel, auf jeden Fall einer meiner Favorite Winter Essentials. Machen wir weiter mit dem Thema Jacken und ein weiteres Thema für mich ist auf jeden Fall eine dickere Jacke. Hier jetzt eine Variante von Canada Goose. Das ist wirklich eine sehr, sehr dicke Jacke, die ist wirklich schon für die Minusgrade geeignet. Und das ist nur symbolisch gemeint, ihr solltet sowas für die wirklich kalten, bitterkalten Tage, auch wenn es schneit oder sonstiges, auch in euren Kleiderschrank haben.
Ist für mich auf jeden Fall ein Essential und ja, ich habe auch so eine Variante, die ist jetzt, glaube ich, gefüttert mit Federn. Ja, ist eine sehr coole Jacke, aber trage ich sehr selten im Winter, weil so kalt ist es meistens doch nicht. Auf jeden Fall eins meiner Essentials. So Leute, und jetzt sind wir bei den letzten Pieces zum Thema Jacken. Für mich auch auf jeden Fall Essentials, und sind das gefütterte Jacken. Hier habe ich auch nochmal drei Variationen. Die ist jetzt von Mango, sehr cool in diesem Schwarzkord mit so einem dunkelbraun gehaltenen Kunstfell. Hält sehr, sehr warm. Hat, glaube ich, 69 Euro gekostet und ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Variante. Wobei ich auch sowas hier sehr, sehr gerne trage. Es sind so ein sogenanntes gefüttertes Flannel. Gab es mal bei Sandro Paris letztes Jahr. Gibt es aktuell dieses Jahr leider nicht von Sandro Paris. Aber gefällt mir auch sehr, sehr gut und hält auch extrem warm. Und natürlich auch noch für die extrem kalten Tage, wo man dann cool aussehen möchte und nicht auf die dickste Jacke zurückgreifen möchte, ist das hier so eine Art Shirling-Jacke. Die ist jetzt von Polo Ralph Lauren. Das ist natürlich ein Piece. Es war auch sehr, sehr, die Jacke war sehr, sehr teuer. Die werde ich aber irgendwann mal meinem Sohn vermachen und dementsprechend, ja, da denke ich, wird er sowas noch zu schätzen wissen. Denn sowas zum Beispiel ist hier einfach ein Evergreen. Das habe ich jetzt einmal teuer gekauft und ja, ich muss natürlich auf meine Linie achten, aber sowas werde ich die nächsten gefühlten 20 Jahre, wenn ich so einigermaßen mein Gewicht halten könnte, kann, auf jeden Fall locker und easy tragen können, wenn nicht sogar noch länger. Und dementsprechend auch ein sehr, sehr cooles Piece. Habe ich leider letztes Jahr viel zu selten getragen, aber gefällt mir extrem gut. Kommen wir zum Thema Schuhe. Mein Thema Schuhe bin ich eher so der Fan von diesen Schnürboots. Eigentlich meine Favorite Schnürboots sind diese hier, und zwar sind das welche von Saint Laurent. Die gab es mal, ich glaube 2015, 2016. So in die Richtung bei Saint Laurent, auf jeden Fall sind die Jahre alt. Allerdings gibt es die immer wieder von verschiedensten Varianten. Letztes Jahr gab es die von Polo Ralph Lauren, dieses Jahr gab es die zum Beispiel von H&M. Diese Boots, Art von Boots wird immer wieder rausgebracht. Ich glaube aber, somit die ersten Boots, die ich so gesehen habe, sind halt diese von Saint Laurent. Und dementsprechend finde ich es ein sehr, sehr cooles Piece für den Winter. Und ja, so Wildledergeschichten solltet ihr auf jeden Fall imprägnieren, sodass diese Sachen auch relativ lange halten. Und gegebenenfalls, wenn die abgelatscht sind, einfach mal zum Schneider bringen. Denn ein cooler Boot kann über die Zeit auch noch ein bisschen, ja, bisschen besser werden. Also optisch gesehen, natürlich tragt ihr ihn auch ein. Aber ich finde, so ein abgerockter Boot sieht teilweise noch ein bisschen cooler aus als jetzt sowas brandneu und top gepflegt. Ich mag sowas sehr, sehr gerne. Und ist eins, auf jeden Fall eins meiner Winter Essentials, wobei ich die auch fast das ganze Jahr trage. Kommen wir schon zum nächsten Piece. Und zwar sind das hier die sogenannten Hochglanzlederboots. Die sind hier jetzt auch von Saint Laurent. Die habe ich mal gebraucht gekauft, sind allerdings kaum genutzt worden. Ja, sind sehr, sehr coole Dinger hier innen drin mit dem Reißverschluss. Die gibt es auch immer wieder in verschiedensten Variationen übers Jahr. Aber ich habe einmal, ich sag mal, so ein paar Boots mir gegönnt. Und dementsprechend, wie ihr seht, die halten auch echt extrem lange, wenn ihr die jetzt nicht jeden Tag runterrockt. Müsst ihr für euren Kleidungsstil wissen, aber auch das ist für mich ein Essential für den Winter. Müsst ihr für euch selber wissen, ob ihr sowas tagtäglich tragt. Für mich ist das auf jeden Fall mehr in die Richtung Herbst, Winter. Ich trage Boots relativ selten, also diese schweren Boots relativ selten im Sommer und dementsprechend eher die leichteren Boots. Und da kommen wir schon zum nächsten Beispiel. Und das hier sind auch Wildlederboots in Schwarz. Wie ihr seht, die sind ziemlich ähnlich zu den braunen, also wirklich fast gleich. Die sind jetzt hier von Feind, die habe ich mal bei Amazon gesehen. Haben mir sehr, sehr cool gefallen und sind auch wirklich aus so einem wildlederartigen Stoff. Ich weiß nicht mal genau, ob es wirklich Leder ist, ich glaube allerdings schon. Und ja, sehr, sehr cooler Boot. Und den werde ich auf jeden Fall zum Beispiel dieses Jahr sehr, sehr viel tragen, weil er nicht ganz so schwer ist wie der Glattlederboot. Und ja, gefällt mir extrem gut. Ich denke, dieses Jahr werde ich mal wieder meine Chelsea Boots auspacken für meine Winter Essentials. Wie ihr seht hier, die sind extrem eingestaubt. Ich habe die jetzt bestimmt zwei Winter bzw. zwei Jahre fast nicht getragen. Die sind jetzt von Common Projects und ich habe die in verschiedensten Farben. In einem Beige-Ton, in einem Grauton, hier auch in Schwarz-Glattleder. Und Chelsea Boots, denke ich, diesen Winter kann man eigentlich wieder ganz gut tragen. Wobei ich bei solchen Geschichten immer relativ von einfachen Outfits der Fan bin. Wenn ihr so Boots habt, solltet ihr das Ganze nicht zu kompliziert machen. Dementsprechend auf jeden Fall, denke ich, werde ich meine Chelsea Boots mal wieder auspacken und sollten dieses Jahr auf jeden Fall wieder ein Revival bekommen. Gefällt mir extrem gut und ja, letztes Jahr habe ich die einfach nicht gefühlt und dementsprechend denke ich mal, dieses Jahr Chelsea Boot wird wieder gehen. Wenn ihr im Winter Sneaker tragen wollt, solltet ihr eigentlich generell
auf Ledersneaker zurückgreifen. In einer schwarzen Variante oder einer weißen Variante. Ich habe jetzt hier einfach nur symbolisch weiße Ledersneaker genommen, denn diese könnt ihr zum Beispiel auch beim Matsch und Schnee einfach abwischen und dann sind diese wieder sauber. Und ja, wenn, dann auf jeden Fall Ledersneaker, die sind auf jeden Fall geeignet für den Winter und sind auf jeden Fall auch Essentials für mich. Wenn, dann trage ich Ledersneaker. So, und dann kommen wir schon zu den Accessoires. Was ich schon seit Jahren, wirklich seit halben Ewigkeit, also bestimmt schon seit 10, 15 Jahren trage, sind einfach Fischermützen. Und diese sind dieses Jahr auf jeden Fall mega im Trend, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einfach mal eine blaue Variante, die habe ich mir letztes Jahr gekauft von Off-White. Allerdings, oder wenn ihr hier ja auch ganz normale Varianten nehmt, in einem Khaki, in einem Grau oder in einem Schwarz, Fischermützen sind auf jeden Fall cool und solltet ihr auf jeden Fall mit in eure Essentials mit einplanen. Bei mir sind sie auf jeden Fall ein fester Bestandteil für den Winter. Sind auf jeden Fall in meinen Winter Essentials mit dabei und ihr solltet halt gegebenenfalls gucken, ob für euch das auch was ist. Aber ich finde Fischermützen dieses Jahr, die sogenannten Fischermützen, sind auf jeden Fall mega im Trend und seit Jahren bei mir Essentials. Und kommen wir zum nächsten Accessoire und das sind auf jeden Fall Handschuhe. Egal ob jetzt Stoffhandschuhe oder Lederhandschuhe, ich bin so mehr der Fan von Lederhandschuhen, die kauft in ein bis zwei Variationen und die sind auf jeden Fall Pieces, die auf jeden Fall relativ lange halten. Die habe ich hier, glaube ich, letztes Weihnachten von meiner Frau geschenkt bekommen und ja, einfach coole Lederhandschuhe bzw. generell Handschuhe sind auf jeden Fall auch Winter Essentials für mich. Und dann kommen wir schon zum letzten Accessoire für mich und das sind Schals. Hier jetzt in so einem Fischgrätenmuster oder hier in einem Beige. Das sind Pieces, die für mich auch sehr, sehr wichtig für den Winter sind. Die können eurem Outfit nochmal so einen gewissen Touch geben. Wenn ihr relativ einfach ist, ein ganz All Black zum Beispiel ein Outfit nehmt und dann einfach so einen beigen Schal dazu kombiniert, dann hat das schon nochmal so einen gewissen Touch. Ein bisschen was Eigenes. Da solltet ihr darauf achten, dass so ein Schal nicht auf jeden Fall nicht flust. Ist für mich ganz wichtig. Und ja, wenn ihr so den Pullover dann voller Flusen habt, ist natürlich beschissen. Aber in dem Fall guckt da auf die Qualität und ja, müsst ihr mal schauen, ob ihr da auch was findet, was nicht so schnell flusst. Aber ein Schal ist auf jeden Fall auch ein Essential für mich im Winter und gibt nochmal das gewisse Etwas am Outfit und ja, für mich auf jeden Fall ein Must-Have. So, und dann sind wir schon am Ende des Videos angekommen und wie ich euch versprochen habe, habe ich dieses Mal ein Gewinnspiel für euch ausgepackt und zwar verlose ich dieses Hemd, was ich auch gerade anhabe. Das habe ich nochmal in der Größe L bekommen, ist mittlerweile auch ausverkauft bei H&M. Und dementsprechend auch keine Chance mehr dran zu kommen. War auch nicht riesig teuer. Allerdings ist da der Wert, dass man das auch einfach nicht mehr bekommt. Alles, was ihr machen müsst, ist Hashtag Gewinnspiel unten in den Kommentare und den Kanal abonnieren. Innerhalb einer Woche gebe ich den Gewinner bekannt. Und dementsprechend viel Spaß mit dem Hemd. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und ein Like dazu lassen. Ich würde mich sehr über ein Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und Peace out. Ciao.